Und dann habe ich ihn gefragt, sage ich, du Papa, was bekomme ich zum Geburtstag? Und er spuckt mir ins Gesicht. Und dann hat er mich gefragt, ob das reicht oder willst du noch mehr? Jeder kann in eine Notsituation kommen. Ja. Und ich hatte Zeiten, da hat man mir auch den Strom abgestellt. Also, und ich wusste nicht, wie ich die Milch für meine Kinder warm machen kann. Ich glaube, dass wir in unseren jungen Jahren schon so viel durchgemacht haben, was hoffentlich andere nicht durchmachen müssen, dass das natürlich zusammenschweißt. Ja, also ich liebe es sehr und es macht mich glücklich und ich finde einfach, das Leben ist dafür da, Liebe zu schenken. Und mein Papa hat mich hier hat er mich gepackt. Ja. Das war die innigste Art der Umarmung, die er mir schenken konnte. Und sagt mir, Bub, ich habe dich immer lieb gehabt, aber ich konnte es dir nicht zeigen. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Unser Thema ist heute Füreinander Dasein. Und wir begrüßen hier im Alten E-Werk in Baden-Baden diese Gäste. Lisa Federle ist Ärztin aus Leidenschaft und setzt sich weit über das gewöhnliche Maß für ihre Patienten ein. Mit ihrer mobilen Arztpraxis versorgt sie die Ärmsten und war in diesem Corona-Jahr eine der ersten mit einer Fieberambulanz. Michael Stahl erlebte eine Kindheit voller Gewalt. Sein alkoholkranker Vater konnte ihm keine Liebe schenken und nicht für ihn da sein. Erst viele Jahre später versuchte er, trotz der schwierigen Vergangenheit, die Annäherung an den Vater. Michelle Schindelmeier leidet an einer schweren Lungenkrankheit und ist im Alltag auf die Hilfe ihres Mannes Alexander angewiesen. Vor allem die letzten Monate stellten nochmal eine ganz besondere Herausforderung an die beiden. Seit 17 Jahren nimmt Ruth Schwarz Kinder in Bereitschaftspflege bei sich auf und gibt ihnen die fehlende Nestwärme und Liebe, die sie in ihrer Herkunftsfamilie nicht bekommen konnten. Eine Aufgabe, die nicht immer einfach ist. Lange Zeit hatte Andrea Möhle mit ihren Nachbarn nur wenig zu tun. Doch als dann im Frühjahr dieses Jahres der Corona-Lockdown kam, hatte Udo Hoffmann eine Idee, die das Zusammenleben in ihrer Straße nachhaltig veränderte. Für den Mediziner und Gesundheitswissenschaftler Professor Dr. Tobias Esch ist klar, füreinander Dasein ist der Schlüssel zu einem glücklichen und auch längeren Leben. Denn die Beziehungen zu anderen beeinflusst unser Lebensglück wie kaum etwas sonst. Herzlich willkommen an Sie, herzlich willkommen an die ganze Runde. Frau Federle, Sie werden immer wieder auch die Mutter Teresa von Tübingen genannt. Und Sie wurden am 1. Oktober vom Bundespräsidenten, das ist schon was Besonderes, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und in der Laudatio hieß es, Sie handeln immer wieder vorausschauend, um anderen zu helfen. Und wörtlich, Menschen wie Lisa Federle bilden den Kitt in unserer Gesellschaft. Erstmal Gratulation von uns. Ja? Okay. Jetzt in aller Bescheidenheit, das freut einen schon, oder? Natürlich freut einen das. Ja? Auch so als Bestätigung für all das, was Sie schon bewegt haben? Ich glaube, das war es jetzt gar nicht so, sondern da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Erst war ich völlig überrascht, aber... Mhm. Was halt toll ist, man kann dadurch viel bewirken und das finde ich klasse. Sie haben ja auch in diesem Jahr schon wieder viel bewirkt. Sie werden derzeit nicht nur wegen dieser Auszeichnung ja bundesweit beachtet, sondern weil Sie auch in diesen Corona-Zeiten in Tübingen und auch darüber hinaus etwas angestoßen haben, was wahrscheinlich vielen Menschen das Leben gerettet hat und auch immer noch rettet. Sie waren auch schon mit einem Testmobil unterwegs, als viele den Ernst der Lage noch gar nicht so begriffen hatten. Da reden wir noch in aller Ruhe drüber. Aber wie würden Sie aktuell die Situation einschätzen? Wie ernst ist es auch in Tübingen? Ich glaube, es ist sehr ernst. Wir leben auch in Tübingen, nicht auf der Insel der Glückseligen. Aber wir haben ich habe eine Teststrategie entwickelt, ganz am Anfang schon für mich überlegt. Das Wichtigste ist erstmal, die Leute, die positiv sind, rauszufiltern und vor allen Dingen die älteren Menschen zu schützen. Und dadurch stehen wir eigentlich ganz gut da. Also wir haben beispielsweise aktuell 8 Patienten auf Intensiv, die beatmet sind und sind ein großes Uniklinikum. Ja, das ist sehr, sehr wenig, auch im nationalen Vergleich. Wir interessieren uns natürlich hier im Nachtcafé auch dafür, welcher Lebensweg zu dem geführt hat, was Sie jetzt heute sind. Sie haben schon mit 9 zu einer Freundin gesagt, ich möchte Missionsärztin werden. Was für ein Wunsch steckte da hinter diesem Satz?
Ich wollte eigentlich immer nach Afrika oder Indien gehen und dort den Menschen helfen, die einfach arm sind und denen es schlechter geht als anderen. Und das war irgendwie mein Kindertraum. Sie sind von außen betrachtet erstmal behütet aufgewachsen mit 4 Brüdern gemeinsam. Aber in Ihrer Familie hat sich dann viel verändert, als Ihr Vater verstorben ist. Sie waren da 11 Jahre. Was erinnern Sie noch, wenn Sie an seinen Tod denken oder daran, dass Sie ihn verloren haben? Wie genau haben Sie diese Tage noch vor Augen? Also ich habe da noch jede Szene in Erinnerung. Ich weiß noch, wie ich im Krankenhaus war, wie er sich da so festgehalten hat an dem Bett. Ich weiß, wie er auf dem Totenbett lag und seine Faust, kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass er die Hände zu Fäusten hatte. Und also die Bilder sind natürlich in meinem Was hat er denn gehabt? Was hat ihn? Er hatte nichts. Er ist durch einen Kunstfehler von einem Arzt gestorben, bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung. Jetzt ist es natürlich so etwas, wenn der Vater plötzlich nicht mehr da ist, sowas verändert vieles in der Familie. Wie sehr hat es Ihr Leben, aber vielleicht auch Sie verändert in der Zeit danach? Also ich hatte das Glück, dass ich ein absoluter Bücherwurm war und mich so in die Welt der Bücher geflüchtet habe, dass ich mich wahrscheinlich dadurch irgendwie auch durch die Zeit durchgehangelt habe. Ich habe alles gelesen, wirklich alle Titel, alles von meiner Oma angefangen, die auf dem Dach Bücher hatte in der alten Schrift. Irgendwann habe ich dann einfach in der Schule mal die alte Schrift benutzt, die Sütterlin-Schrift, da haben alle blöd geguckt, weil ich es von einem Tag auf den anderen schreiben konnte. Aber ich habe wirklich ständig gelesen und Oliver Twist, aber auch Hanni und Nanni, alles, was man halt so in dem Alter liest, aber auch Bücher, die mich sehr berührt haben, und da auch Bücher, die zum Beispiel genau über Missionsärztinnen oder eben solche Themen waren. Und deswegen kam wahrscheinlich immer mehr auch dieser Wunsch. Aber wenn Sie auch so sagen, Sie waren ja sehr viel für sich, höre ich da so raus. Mhm. Sie waren mit den Büchern zusammen, aber so im Umfeld waren Sie da nicht so aufgefangen. Wir reden ja über Füreinander-Dasein. Waren Sie wirklich mehr so für sich, auch weil die Familie ja wahrscheinlich so viel zu tun hatte nach dem Verlust Ihres Vaters? Ich glaube, das ist sehr schwer. Also für jemanden, meine Mutter hat 5 Kinder und das ist dann auch schwierig, die alle aufzufangen. Da kann ich jetzt gar nichts Negatives sagen. Dann bin ich sehr christlich aufgewachsen. Das war mir irgendwann zu eng. Deswegen bin ich dann auch ausgebrochen. Es ging dann, wenn Sie vom Ausbruch reden, es ging ja dann auch äußerlich nicht mehr weiter wie bisher. Ne? Sie sind vom Gymnasium erstmal abgegangen, ohne Schulabschluss. Sie sind dann mit 17 schwanger geworden, sind dann auch raus. Sie sagen ausgebrochen. Ja. Warum sind Sie weg? Weil mir das zu streng war. Ich bin, wie gesagt, sehr christlich aufgewachsen und es war halt schon sehr streng. Und hatten Sie denn, wenn wir über Füreinander-Dasein reden, mit 17 schwanger, hatten Sie denn da Rückhalt von Ihrer Familie? Nein, weil das, glaube ich, für meine Familie schwer zu verstehen war. Also das waren andere Zeiten. Da ist man mit 18 Kind im Arm schon auch komisch angeguckt worden. Außerdem war ich natürlich auch nicht verheiratet. Also das waren alles so Themen, die in der Gesellschaft, in der Zeit damals ganz anders waren und anders gehandhabt wurden. Also waren Sie mit Ihrem Kind genauso alleine wie vorher mit Ihren Büchern? Ja, irgendwie schon. Also mit dem zweiten dann auch. Ich war ja mit 19, hatte ich das zweite Kind und dann habe ich mich auch getrennt von dem Vater der Kinder. Weil das eine ganz schwierige Beziehung war. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich bin mit 17 habe ich noch Puppen gespielt und danach habe ich dann gleich ein Kind bekommen. Also das war mir sehr. Sie haben ja dann parallel auch den Hauptschulabschluss erstmal nachgeholt. Ja. Wenn Sie so zurückschauen, so nicht zu wissen, was am nächsten Tag im Kühlschrank ist, kennen Sie das Gefühl? Das war ganz schrecklich. Also das war eine schreckliche Zeit, und das möchte ich auch nie wieder erleben. Aber deswegen habe ich auch vollstes Verständnis für Menschen, die in Notsituationen sind. Weil jeder kann in eine Notsituation kommen. Ja. Und ich hatte Zeiten, da hat man mir auch den Strom abgestellt. Also, und ich wusste nicht, wie ich die Milch für meine Kinder warm machen kann. Also ich kenne die Zeit, ich bin da aber gar nicht verbittert. Weil ich glaube, dass diese Zeit auch den Menschen aus mir gemacht hat, der ich bin. Und dadurch habe ich auch so ein breites Spektrum, dass ich eben auch gern trotzdem Obdachlose versorge und nicht nur die Professoren, sondern die Gesellschaft an sich. Es kam ja dann das dritte Kind, da waren Sie im Abendgymnasium, es kam das vierte Kind, da waren Sie im Examen. Hatten Sie denn diesen Wunsch, den Sie ja mit 9 ausgesprochen haben, ich möchte Missionsärztin werden, der war ja mal da.
War der denn die ganze Zeit noch vor Augen bei Ihnen? Immer. Immer? Immer. Sie waren dann ja auch jahrelang Notärztin in Tübingen, haben dann irgendwann auch eine eigene Praxis aufgemacht, waren dann auch mal verheiratet, haben sich dann aber wieder getrennt, als Ihr jüngstes Kind 11 Jahre alt war. Nun muss das ja, wenn ich mir das vorstelle, dieser Beruf, der ihn ja fordert, dann die 4 Kinder, füreinander da sein. Wie sehr mussten Ihre Kinder Sie auch stützen in dem, was Sie da leben? Also ich glaube, dass wir eine ganz tolle Familie sind. Also ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu meinen Kindern. Ich liebe meine Kinder sehr. Und ich glaube, das ist auch umgekehrt. Das zeigt sich in ganz vielen Situationen. Beispielsweise hatte ich vor 1,5 Jahren Brustkrebs. Und meine Schwiegertochter, die mit meinem Sohn zusammen im Haus wohnt und mit den Zwillingen, die ist zu ihrem Chef gegangen. Damals hieß es erst, ich müsste Chemo haben. Hat sich dann Gott sei Dank verändert. Mhm. Aber die ist, ohne das mit mir zu besprechen, zu ihrem Chef gegangen und hat ihn gebeten, dass sie ein halbes Jahr frei machen möchte für mich. Und ich denke, das Beispiel sagt alles. Also das ist einfach eine ganz tolle Familie. Als 2015 immer mehr Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, war das ja eine Herausforderung jetzt für viele Gemeinden. Auch was Gesundheitsversorgung angeht. Da hatten Sie eine Idee. Welche? Also ich bin ja nach wie vor Präsidentin vom DRK ehrenamtlich und ich bin auch immer noch Notärztin. Also vom Deutschen Roten Kreuz? Ja, genau. Mhm. Und also unserem Kreisverband. Mhm. Und damals war das Problem, dass der Rettungsdienst extrem belastet worden ist. Und dann habe ich einfach für mich gedacht, ich muss jetzt zupacken. Ich kann da nicht einfach zugucken und gucken, dass die Menschen, die eben aus anderen Ländern kommen, medizinisch nicht versorgt sind, dauernd den Notarzt oder Rettungswagen holen und dann trotzdem nicht richtig versorgt werden können. Weil zu Kopfschmerzen muss nicht der Notarzt kommen. Mhm. Und daraufhin habe ich diese mobile Arztpraxis damals für Flüchtlinge gegründet. Wir haben tolle Spender gehabt. Unter anderem hat Till Schweiger die Hälfte von dem Auto gespendet. Das kostet ja was, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, aber das ist auch unser Tagblatt. Schwäbisches Tagblatt hat eine super Spendenaktion gemacht. Und dann hatten wir so viel Spenden, dass wir die ganze Zeit damit die Flüchtlinge versorgen konnten. Und als dann weniger Flüchtlinge gekommen sind, da haben Sie ja auch trotzdem diese rollende Praxis eingesetzt, sind dann zu Obdachlosenheimen auch gefahren, weil dort natürlich auch medizinische Versorgung total wichtig ist. Was gibt Ihnen das denn auch? Also ich glaube, was einem das, also nicht nur mir, sondern unserem ganzen Team, ich bin ja nicht die Einzige, die das macht, sondern ich habe ein super Team, auch mein DRK, also mein Rotes Kreuz-Team, aber auch viele Kolleginnen, die da mitgemacht haben, die auch jetzt übrigens gerade bei allem mitmachen. Ohne das ging das gar nicht. Und wir haben eine tolle Gemeinschaft und wir halten ganz arg zusammen. Das ist das eine. Also ein gutes Team ist immer eine Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist, dass man es gerne macht und Menschen mag. Und das tun wir. Und die Menschen mögen uns auch in der Regel. Also es gibt ganz viele, die einfach dann kommen und schreiben. Oder ich hab gestern wieder ein Päckchen vor der Tür, einfach von jemandem, den ich eigentlich gar nicht kenne. Ich kriege E-Mails, tausende von E-Mails inzwischen von Menschen, die sich bedanken. Und das ist unheimlich viel, was man da zurückbekommt. Was macht das mit Menschen, mit hilfsbedürftigen Menschen, wenn jemand kommt und sie mit Respekt behandelt und da ist, für sie da ist? Ja, also das Gefühl, Sie haben es gesagt, respektvoll behandelt zu werden, dass ich es wert bin, dass ich wert bin, auf Augenhöhe gesehen zu werden. Wir Menschen, wir wollen gesehen werden. Also selbst wenn wir schüchtern sind, wenn wir uns verstecken. Aber es gibt einen Teil von uns, der möchte gesehen werden. Dafür sind wir auf der Welt. Wir sind als Menschen dafür programmiert, uns wahrzunehmen, uns zu spüren, uns zu fühlen. Und wenn ich jemanden habe, der mir genau das gibt, wo ich so oft vielleicht erlebt habe, dass ich abgewiesen werde, dass ich genau gemieden werde, dann baut das genau diese Beziehung auf, nach der wir alle so dürsten. Und was gibt es uns, wenn wir geben? Ja, das Erstaunliche ist eben, dass in meinem Forschungsgebiet, aber das ist vielleicht auch, spüren wir das auch, dass das gar nicht irgendwie Elfenbeinturm Wissenschaft ist, sondern Lebenspraxis. Wenn ich etwas gebe, dann wird einem sprichwörtlich warm ums Herz. Ja? Es ist etwas, passiert etwas Physiologisches, es werden Botenstoffe ausgeschüttet im Gehirn, aber auch im Körper, die mir auch tatsächlich ein gutes Gefühl geben, die gesund sind, die meinen Stress reduzieren, die Verbundenheit stärken und dieses Gemeinschaftliche wirklich auf beiden Seiten entsteht. Das ist gesund. Wenn ich jetzt sowas wie eine Gegenleistung erwarte oder auch einen Dank,
oder sowas. Mhm. Entwertet das dann schon mein Geben oder ist das irgendwie auch verständlich, dass wir auf irgendeine Reaktion hoffen? Ja, das ist, beides ist verständlich. Das Interessante ist, dass für das Lebensglück, also wenn ich sozusagen die echte tiefe Zufriedenheit, die mir bleibt, die mir nicht zerrinnt, sondern das, was in mir wächst als Zufriedenheit, wenn ich das anschaue, dann ist etwas geben, ohne eigene Gegenleistung zu erwarten. Wir nennen das Altruismus. Mhm. Das ist die Königsdisziplin. Das Geben und eine Gegenleistung erwarten, das ist das kleine, kurze Glück, das vielleicht einen Hochmoment macht, aber das zerrinnt mir durch die Finger. Das sehen wir vor allen Dingen auch eher bei Jugendlichen oder Menschen in der mittleren Lebensphase. Mhm. Das ist auch manchmal entlastend. Einkaufen gehen, wenn ich Stress habe, ist auch vielleicht schön. Ja. Aber dass mir jemand eine Geste gibt, die ich nicht eingefordert habe, die uns verbindet als Menschen und ich spüre, dass Gegenleistung, der Mensch, der gegenüber ist, erwartet keine Gegenleistung. Das ist Königsdisziplin. Dann kam Corona, Frau Federle. Und auch da war Ihnen wieder sehr schnell klar, das ist nicht irgendwie so die jährliche Grippewelle, da steckt mehr dahinter. Und Sie haben wieder sehr zupackend, wie Sie gerade auch beschrieben haben, da muss ich doch was tun, und auch unkonventionell gehandelt. Was haben Sie da angestoßen? Also ich habe im Februar schon mich mit meinem Team zusammengesetzt und gesagt, ich mache mir riesige Gedanken wegen Italien, ich mache mir riesige Gedanken wegen dem Arzt, eigentlich wegen dem chinesischen Arzt, der mit 34 gestorben ist. Da habe ich gedacht, da passiert was, das müssen wir aufpassen. Und wir haben uns zusammengesetzt und im März hatten wir in Baden-Württemberg, Tübingen mit den ersten Fall, also Göppingen und Tübingen. Und dann habe ich sofort mein Arztmobil genommen und makabrerweise auf den Bergfriedhof gestellt, weil den Platz haben wir nur zur Verfügung gestellt gekriegt. Die anderen Plätze waren alle noch belegt. Und habe dort Tests für die ganzen Leute, die unsicher waren, aber auch die Reiserückkehrer gemacht. Und wir waren entsetzt, wie viele da kamen und wie viele auch positiv waren. Und da habe ich die Entwicklung gesehen, von Anfang an. Das war in Baden-Württemberg da noch gar nicht so. Und dann habe ich eine Fieberambulanz zusammen, also mit ganz tollen Ärztinnen, die das führen. Ich könnte es ja gar nicht alleine. Und eine Teststelle, eine stationäre Teststelle aufgebaut. Und im April habe ich, ich habe ja früh gemerkt, dass die Heime betroffen sind. Im April habe ich gegen den Willen der Ministerien, gegen jede Unterstützung, auch finanzieller Art. Ich habe sogar zu hören gekriegt, ja, Sie können sich dann mit dem Sozialgericht rumstreiten. Habe ich angefangen, die Heime zu testen. Und im ersten Heim, in dem ich angefangen habe, das hatte null Patienten mit Symptomen, null Bewohner mit Symptomen. Und es war gleich auf der ersten Station waren 17 positiv. Und da war nicht gleich Alarm, auch in der Politik, dass Sie jetzt alle sagen, lass uns der Federle gleich folgen. Das hat trotzdem erst gedauert. Es hat gedauert, ja. Wir haben dann alle Heime schon längst einmal durchgetestet gehabt, im Kreis Tübingen, alle. Bevor dann irgendwann die Politik gesagt hat, ja gut, wir steigen da jetzt ein. Und wie haben Sie das vorgelegt? Oder wer hat das denn dann finanziert? Ich wusste die ganze Zeit, wir hatten ja die Abrechnung über die KV. Und ich habe eben mit der KV dann irgendwann verhandelt. Und dann hieß es, ja, vielleicht wird es rückgängig gemacht. Und dann, dadurch, dass die Medien mir da auch geholfen haben, beispielsweise der SWR, hat sich auch keiner mehr an mich rangetraut. Ja, so. Also mich mit dem Geld dann, mit den Schulden sitzen lassen. Und dann wurden die ganzen Sachen bezahlt, Gott sei Dank. Ihre Hartnäckigkeit hat sich ja wirklich bezahlt gemacht. Aktuell ist es auch in Baden-Württemberg so, dass sehr viele Menschen sich jetzt kostenlos schnell testen lassen können. Auch Angehörige von Pflegenden, auch Menschen, die Risikopatienten in ihren Familien haben. Ist das dann trotzdem eine Genugtuung zu spüren? Sie sagen ja, bei dem Preis, das ist ja nur eine Bestärkung auch für uns auf unserem Weg. Ist es eine Genugtuung dann, so viel bewegt zu haben? Das ist mir zum ersten Mal vor einer Woche wirklich klar geworden. Ja. Als ich gemerkt habe, dass die Medien alle auf mich zukommen. Und da ist mir klar geworden, was wir eigentlich in Tübingen bewegen und was für einen wichtigen Weg wir auch eingeschritten sind. Und ich finde auch, wenn ich die Dankbarkeit jetzt, um das nochmal zu sagen, ja, ich erwarte die nicht, aber ich finde, wenn ich die so sehe, dann weiß ich, wir haben alles richtig gemacht. Ja, auch jetzt, aktuell, heute kam das ja, die Erklärung,
dass das Sozialministerium jetzt in über 150 verschiedenen Orten eben auch diese Schnelltests am 23. und 24. umsonst für die Angehörigen, die zu Hause leben, anbietet. Und das machen wir schon seit 4 Wochen. Und wir sehen, wie die Menschen uns die Tür einrennen und sagen, wir sind so froh, wenn wir Weihnachten mit der Großmutter verbringen können. Nun ist es ja so, Sie sind bei den Menschen, wo andere vielleicht auch nicht mehr so hinschauen, die auch am Rand stehen, die eben keine Lobby haben, wo die Leute nicht so gleich da sind mit medizinischer Versorgung. Eigentlich sollte unser Sozialstaat ja einen Blick auf alle Menschen in dieser Gesellschaft haben. Stopfen Sie da auch Löcher in Bereichen, in denen sich eigentlich auch der Staat und die Politik stärker engagieren müssten? Also ich finde, in dem Bereich hätte sich jetzt die Politik mehr engagieren müssen. Und da bin ich auch, also da prangere ich, also zumindest in der zweiten Welle hätten sie es verstehen müssen und schneller agieren müssen. Ich habe heute in den Nachrichten gesehen, dass in München Ärzte jetzt eine Disco gemietet haben und dort teuer diese Schnelltests verkaufen und mit der Angst der Leute Geld machen. Ich finde es unmöglich. Sorry, wenn ich dagegen, ich habe da kein Verständnis. Es kann ja jemand zahlen, der genügend Geld verdient. Aber was macht denn der Student, der trotzdem seine Oma sehen will und das Geld eben nicht hat? Und für den sind 50 Euro viel. Und deswegen habe ich schon von Anfang an gesagt, wir müssen schauen, dass wir allen Menschen die Möglichkeit geben. Und bei uns läuft es nach dem Prinzip, das DRK hat für mich das vorfinanziert. Ich habe aber gesagt, wenn ich die Gelder nicht reinkriege, dann zahle ich das aus eigener Tasche. Ich habe für 110.000 Euro Schnelltests gekauft und wir lassen die Leute umsonst. Wir testen sie umsonst schon seit 26. November, also schon vor dem ersten Advent. Und der nichts hat, der zahlt halt nichts. Und der mehr hat, der spendet für den, der nichts hat, mit. Es ist ja so, ich sehe auch immer noch so das Mädchen, das viel gelesen hat, das den Vater verloren hat, das sich wünscht, Missionsärztin zu sein. Jetzt bewegen Sie unheimlich viel. Trotzdem, wie finden Sie so die Balance zwischen dem Privaten, was Sie ja auch haben, mit Kindern, mit sich, und dem Engagement für anderen? Also im Moment ist wenig Privatleben da, das ist Fakt, weil ich habe ja auch keine Praxis. Balance. Ich habe eine Praxis, ja. Ich habe meine Kinder und ich habe wirklich wahnsinnig, ich bin ja auch noch im Kreistag als Kreisrätin. Also nur Beispiel, gestern habe ich gleichzeitig Kreistag eine Telco gemacht und mit dem Sozialministerium. Also ich musste dann schnell da abstimmen und da bei dem anderen mit besprechen, wie es hier weitergeht. Und nebenher hat dann noch mal eine Zeitung angerufen und so weiter, aber es ging. Und ich glaube, ich bin es gewöhnt auch, das schon seit langem, dass ich viele Dinge unter einen Hut bringen muss. Und was mir wirklich Kraft gibt, dass ich mich an Kleinigkeiten freuen kann. Ich sage immer, wenn ich im Notarztdienst bin und kurz ein Latte Macchiato trinken kann und mit meinen Kollegen reden, dann ist die Zeit für mich wunderschön. Und dass ich eben meine Familie habe, die ganz fantastisch ist. Sie sind Mutter, Sie sind Großmutter. Ja. Wie werden Sie Weihnachten feiern? Mit meiner Familie. Und Gott sei Dank kocht meine Schwiegertochter dieses Mal. Ja. Und ich stehe auf dem Marktplatz und mache bis 13 Uhr Schnelltests. Ausgezeichnet wurden Sie ja schon für Ihr Engagement. Aber ich glaube, was wir Ihnen wünschen können, ist, dass Sie weiterhin auch diese Unterstützer haben, diese Unterstützerinnen und Unterstützer, die Sie auf dem Weg begleiten und dem, was Sie anstoßen, auch die richtige Kraft verleihen. Und es war sehr schön, dass wir die Frau kennenlernen konnten, auch hinter dem Engagement. Vielen Dank dafür, danke. Frau Federle. Wir reden ja heute über das Füreinander-Dasein. Wie wichtig sind für uns alle eigentlich soziale Kontakte? Ja, Gemeinschaft. Wir Menschen sind soziale Wesen. Das wird oft vergessen. Und wir sind gemeinschaftslebend. Schon immer der früheste Mensch. Die Höhlenzeichnung, die allerersten. Die Knochenfunde von Knochenflöten, 70.000 Jahre alt. Alles spricht dafür, dass wir schon mit dem Beginn des modernen Menschen an Lagerfeuern gesessen haben, Geschichten erzählt haben, Musik gemacht haben, getanzt haben. Und leider, wenn man heute die Straßen geht, dann ist das Lagerfeuer von damals der Fernseher geworden, so wie jetzt auch. Wenn wir aber zusammenkommen in solchen Momenten, auch in der Familie,
der berühmte Freitagabend, Samstagabend, wo man gemeinschaftlich auch vorm Fernseher sitzt. Auch das sind Rituale, wie früher das Lagerfeuer. Das ist das, was uns das Gefühl von Heimat gibt. Und Heimat ist altbacken vom Namen, aber es ist ganz modern, weil es uns diesen Ort gibt, wo wir kurze Momente des Daseins, der Anwesenheit haben und des Auftankens. Wenn das Geben ohne Gegenleistung die Königsdisziplin ist, wenn diese Heimat in sozialen Kontakten so wichtig ist, warum sagt man dann, jeder ist sich selbst der Nächste? Weil wir Menschen zwei Dinge erleben, wenn wir groß werden. Und das ist genau das. Man muss schauen, dass das Leben ein Potpourri ist und auch von uns verlangt, dass wir in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Ziele haben. Mhm. Als junger Mensch muss ich wachsen, ich muss mich behaupten, ich muss mich auch abnabeln von zu Hause, ich muss rausgehen und Hänschen muss Hans werden. Das ist für alle auch schmerzhaft. Wir gehen Risiken ein. Wir wissen, dass junge Menschen, die Todesursache bei jungen Menschen ist häufig Unfälle und Risiken. Das heißt, da geht man raus und sprengt das. Die Gesellschaft möchte das beschützen. Das ist ein ständiger Kampf zwischen Beschützen und der junge Mensch, der rausgeht. Wenn wir dann die mittlere Phase im Leben haben, dann haben wir schon so viele Blessuren und so viel auch erreicht, dann müssen wir es verteidigen. Jetzt bauen wir Mauern und Schutzschilder auf, um uns gegen das Außen zu schützen. Weil ich habe jetzt was zu verteidigen. Ich habe investiert, Lebenszeit. Und dann kommt die Phase, und viele fangen schon viel früher an, aber generell für uns Menschen, wo wir die Schutzschilder wieder runternehmen, wo wir mehr zum Wir werden, wo wir gucken, wo ist eigentlich der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Die Großeltern zum Beispiel, ganz besonders die Großeltern-Enkel-Beziehung. Und dieses ganze Orchester dieser verschiedenen Beziehungen ergibt dann eine Gesellschaft. Aber die funktioniert nur als Ganzes. Aber es gibt Phasen, wo ich mich auch behaupten muss. Nur die werden eben auch in der öffentlichen Wahrnehmung häufig, weil sie besonders laut sind, besonders viel Schäden verursachen, besonders deutlich wahrgenommen. Die Wahrheit ist, dass für die gesamte Lebensbilanz das Zusammenkommen, die Gemeinschaft, das Wir, der Ort ist, von dem wir kommen und in dem wir immer wieder auch hingehen werden. Dieses Wir und den Kitt, der auch eine Familie zusammenhält, den haben Sie lange gesucht, Herr Stahl. Sie haben 37 Jahre gebraucht, um sich mit Ihrem Vater zu versöhnen. Man muss dazu sagen, er hat Sie in Ihrer Kindheit misshandelt und auch gedemütigt. Dazu muss man wissen, er war Alkoholiker. Wie haben Sie das als Kind eigentlich erlebt mit ihm, diese Zeit? Also zuerst mal ist mir mal ganz wichtig, 4 Wochen bevor mein Papa starb, hat er mir die Genehmigung gegeben, unsere Geschichte zu erzählen. Ja? Und er hatte den tiefen Wunsch, dass Menschen sich versöhnen. Ja? Und um das geht es mir auch heute, ja? Dass Versöhnung stattfindet. Ja, mein Vater, der hat also Zeit meines Lebens nie gearbeitet. Der ging morgens in die Kneipe und kam dann zur Mittagszeit wieder nach Hause, manchmal auch tief in der Nacht. Und es waren Sätze wie, aus dir wird nichts, du bist nichts und du kannst nichts. Und heute weiß ich, dass aus du bist, wird eines Tages ich bin. Ja. Mhm. Deshalb wünsche ich mir immer, dass wenn wir diesen Satz beginnen mit du bist, dass alles, was danach kommt, in Liebe ist und in Wertschätzung, denn es prägt deine Identität. Damit wir Sie Ihre Situation als Kind nachvollziehen können. Er hat schon mal gesagt, du wirst nichts. Das ist ja schon mal etwas, was uns seelisch sehr zusetzt. Weil wir brauchen ja eigentlich so eine bedingungslose Bestätigung auch erstmal. Es ging aber auch darum, dass Sie körperlich auch attackiert wurden. Ja, natürlich. Inwiefern? Ja, also ich wurde auch geschlagen dafür, dass zum Beispiel, also es gab Situationen, da hat ein Junge im Fernsehen etwas vorgesungen. Ja, da hat er gesagt, guck mal, das ist ein toller Junge. Ja, und du? Und dann konnte es sein, dass es geknallt hat. Ja. Und ich habe leidenschaftlich gern Fußball gespielt. Wenn ich ein Tor geschossen habe, war ich sein Sohn. Wenn ich kein Tor geschossen habe oder schlecht gespielt habe, dann hat er gesagt, du kommst mir heute nach Hause. Ja. Also ich war immer unter Druck, es ihm recht machen zu wollen und damit ja alles friedlich abläuft. Das war ein Spießrutenlauf, ja, weil einerseits war es so, ich war dann auch froh, wenn ich von zu Hause weg war, aber in der Schule wurde ich dann gemobbt, ja. Mhm. Und von der Schule war ich dann wieder froh, wenn ich wieder da wegkomme, wieder nach Hause, aber da war dann das nächste Theater wieder da. Es gibt ja auch manche Dinge, die will man eigentlich gar nicht aussprechen, aber ich habe von Demütigung ja gesprochen. Ist es richtig, dass Ihr Vater Ihnen auch mal ins Gesicht hat? Ja, also es war mein 8. oder 9. Geburtstag. Also mir geht es immer darum, dass ein Maler wurde mal gefragt, wie er es schafft, Licht in ein Gemälde zu bringen. Und er hat geantwortet, indem er zuerst viele Schatten zeichnet. Ja. Und um das zu verstehen, was die Versöhnung bei uns bedeutet hat, gehört auch diese Geschichte dazu. Also ich war 8, 9 Jahre alt und wir lebten in einem sehr alten Haus, einem mittelalterlichen Haus. Und ich stand dann morgens schon im Wohnzimmer drin, es waren Schulferien, 6. September. Und da kam mein Vater rein und ich habe irgendwie erwartet, dass ich vielleicht ein Fahrrad bekomme oder irgendetwas. Und er war still, er hat nichts von sich gegeben. Dann habe ich ihn gefragt, sage ich, du Papa, was bekomme ich zum Geburtstag?
Und er spuckt mir ins Gesicht. Und dann hat er mich gefragt, ob das reicht oder willst du noch mehr? Und dann habe ich ihm gesagt, das reicht, das ist okay. Ja. Ja. Ich meine, Sie erzählen das und Sie sagen ja, die Versöhnung ist für Sie das Wichtige heute. Ja. Aber wenn Sie sich noch mal erinnern, also schlimmer geht es ja fast nicht, würde ich sagen. Wie fertig hat Sie das in dieser Zeit gemacht? In diesem Augenblick es war für mich der Tiefpunkt des Lebens. Aber ich habe ähnliche Geschichten noch erlebt von Demütigung von ihm, aber auch von meinen Mitschülern. Ich bin auch christlich erzogen worden, aber hauptsächlich von meiner Oma und von meiner Tante. Und das war dann wiederum mein Zufluchtsort. Ja. Ich bin dann bei uns im Dorf in die Kirche gerannt, ja, als kleiner Junge, und habe dort mein Leid geklagt. Ja. Also da die Bücher, da die Kirche. Ja. Ja, und wir haben noch eine besondere Bewandtnis, wir beide. Wir kannten uns nicht. Ja. Und Ihre Mama hat mir im Prinzip das Leben gerettet vor 3 Jahren. Tatsächlich? Inwiefern? Ja, das haben wir heute erfahren. Ja. Ich habe in der Nähe von Tübingen einen Vortrag gehalten, den Ihre Mutter veranstaltet hat. Und ich hatte in der Vorstellung, im Vortrag einen Herzinfarkt. Und die erste Dame, die richtig reagiert hat, das war Ihre Mama. Ja. Und sie hat mir indirekt das Leben gerettet. Und indirekt haben Sie mir das Leben gerettet, ja, weil Ihre Mama sensibilisiert war durch Ihre Vorträge. Ja. Also das ist für mich gerade eine unfassbare Begegnung hier. Also ich habe hier eine Gänsehaut, ja, also, dass wir uns begegnen. Das macht mich sehr dankbar. Ja. Ich habe in dem Frauenfrühstück Vortrag gehalten über Herzinfarkt und Schlaganfall. Und dadurch waren die natürlich... Und ich hatte dann irgendwann mal später in diesem Frauenfrühstück einen Herzinfarkt. Ja. Und die wussten Bescheid und die Mama hat super reagiert. Ja, ich liebe Ihre Mama. Ja. Dann lassen Sie uns das, was hier entsteht, nutzen, um Sie weiter auch kennenzulernen. Ja, gerne. Wenn Sie noch mal dran zurückdenken, gab es denn auch irgendwann mal liebevolle Momente? So Momente, wo es Vater-Sohn war, wo Sie sich doch ein bisschen näher kamen? Ich durfte mit meinem Papa die Boxkämpfe mit Muhammad Ali anschauen. Ja. Ich bin ja Jahrgang 70 und er hat ja 74, 75, wenn der geboxt hat. Die Boxkämpfe waren ja meistens in Amerika und die waren morgens um 3, 4, 5. Ja. Ich kann mich erinnern, ich durfte auch gucken. Ja. Ja. Und mein Papa, der war wirklich so kulant und hat gesagt, kannst du anschauen. Ja. Ich durfte auch mit meinem Papa die Straßen von San Francisco anschauen und Dracula mit Christopher Lee. Aber die Boxkämpfe waren was Besonderes. Ja. Weil mein Papa, der war begeistert von Muhammad Ali, weil er war so groß und stark und ich auch, weil ich klein und schwach war. Ja. Und ich hatte mit 4, 5 Jahren die große Sehnsucht, Muhammad Ali zu begegnen oder mal so groß und so stark sein wie er. Ja, und das war eine tolle Zeit. Also es war für mich auch so eine Auszeit, ja, mit Papa die Boxkämpfe anzuschauen. Aber das waren Momente, das waren kleine Inseln, umgeben von auch dunklen Momenten, so wie Sie es ja beschrieben haben. Ja. Wie ist es dann mit Ihrer Mutter gewesen? Also ich denke, sie hat ja auch gelitten unter dem, wie es Ihrem Vater ging. Konnte sie denn für Sie da sein? Also meine Mama schaut jetzt zu, gell? Die liebe ich von ganzem Herzen. Sie wohnt bei mir im Haus, ja? Und sie kocht regelmäßig für uns, die beste Köchin. Aber sie hat es sehr schwer gehabt. Ja? Also sie war die Beschützerin in der Familie. Sie war diejenige, wenn es irgendwelche Probleme in der Schule gab, die dann mit dem Lehrer gesprochen hat, die hat das Ganze irgendwie gemanagt und die Hand über uns gehalten. Und sie hatte es nicht einfach gehabt. Das ist eine unfassbar tolle Frau, aber sie hat es nicht einfach gehabt. Sie sind dann mit 18 weg von zu Hause. Warum? Ich habe meinem Vater gesagt, wenn du mir noch ein einziges Mal wehtust, dann gehe ich. Und ich deute für mich diesen Satz so, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und bevor hier eine Katastrophe passiert, muss ich gehen. Und als Sie dann weg waren, hatten Sie dann überhaupt noch Kontakt zu ihm? Ja, wir haben uns immer wieder gesehen. Also erstmal, ich habe 2, 3 Monate auf der Straße gelebt, das wusste keiner. Aber es ist ja oft so, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, passt schon. In Baden-Württemberg sagt man meistens, es passt schon. Ja. Kann sich jeder denken, was das normalerweise bedeutet. Und ich habe nie irgendwo mein Leid geklagt oder den Leuten mein Herz gezeigt. Das konnte ich nicht. Und ja, wir sind uns ab und zu begegnet. Oft endete es im Streit. Dann, oder es wurde geschrien, oder ich habe mich auch versteckt vor ihm. Ja? Also ich habe meinen Vater mehrfach in meinem Leben verleugnet. Das tut mir heute im Nachhinein weh. Also wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt kam und mein Vater war auch drin, dann konnte es sein, dass ich mich in den Regalen versteckte. Ja? Mhm. Ja? Und später habe ich dann irgendwann mal Lehrgänge gegeben über Sicherheit und über Werte. Ja? Aber bei allem, was wir auch heute besprechen, füreinander Dasein, Versöhnung, gibt es nicht auch Zeiten, in denen man das Recht hat, sich zu distanzieren und auch einen Kontakt abzubrechen? Absolut, natürlich. Das ist für die Selbstbehauptung essentiell, dass wir diese Fähigkeit haben, selbstbewusst und selbstwirksam zu sein.
es gibt kaum etwas, und Sie haben das, finde ich, sehr eindrücklich beschrieben, was für uns Menschen so auch ungesund ist, ist als ein Gefühl, in einer chronischen Ohnmachtssituation zu sein, im Kontrollverlust zu sein. Als Kind sind wir sowieso schon mal im Kontrollverlust, weil wir nicht mächtig gegenüber den Eltern und der Gesellschaft sind. Und dann das Gefühl, chronisch ohnmächtig zu sein, das macht mehr Herzinfarkte, lässt Menschen früher sterben und all diese Dinge. Das heißt, wir brauchen dringend als Menschen die Fähigkeit, einerseits in die Freiheit zu gehen, andererseits aber auch Sicherheit zu haben und genau auch für uns die Grenzen zu kennen. Und wo es wichtig ist, ein Nein, ein Stopp, dann auch das Zutrauen zu haben, dass ich das tun kann. Und da ist die Gesellschaft natürlich gefordert, dass es uns alle ertüchtigt, sozusagen dieses Gefühl zu haben, ich werde gestützt, wenn ich auch mal Nein sage. Aber mir ging es nicht gut dabei mit diesem Abstand. Weil es Ihr Vater ist. Mein Papa, genau. Mir ging es nicht gut dabei. Ja, aber ich habe ja dann mit Kampfsport, sehr intensiv Kampfsport betrieben, war in der halben Welt unterwegs. Heute weiß ich, mein Leben war ein Kampf, also musste ich kämpfen. Und ich bin dann mit 23 Jahren in den Sicherheitsdienst rein. Hier habe ich ein Etikett bekommen, hier stand Security drauf. Ich hatte Sehnsucht nach Sicherheit und jetzt bist du jemand. Aber in Wirklichkeit war ich ein trauriger Mensch. Sie haben dann auch Erfolgserlebnisse gehabt. Sie waren auch in der Security für Muhammad Ali zuständig, dem Held ihrer Jugend. Unfassbar. Aber wenn Sie das so sagen, es war bestimmt eine besondere Begegnung, aber wie wichtig war es ihm trotzdem, was Ihr Vater über Sie denkt in dieser Zeit? Ich habe ja eines Tages dann wirklich diesen Anruf bekommen, Muhammad Ali zu beschützen. Mhm. Und das war dann auch eine Riesengeschichte und das konnte ich erst gar nicht glauben. Der hätte es ja 10.000 bessere mit mich gegeben, aber irgendwie vielleicht das Gebet des kleinen Jungen damals, 74, ich weiß es nicht. Und als ich dann mit Muhammad Ali unterwegs war und das fertig war, dann kam das auch bei uns in den Medien, dass der Michael Stahl aus Bopfingen den Muhammad Ali bewacht hat. Und dann hat mein Vater das mitbekommen. Und ich habe dann einen Freund meines Vaters gefragt, was sagt mein Papa, mein Vater, ich habe nicht Papa gesagt, was sagt mein Vater über mich? Und hat der Freund meines Vaters gesagt, er ist sehr stolz auf dich. Mhm. Und ich habe gesagt, mir hat er das nie gesagt. Ja. Das war 2002. Aber ich lechze nach seinem Lob, ja, im Prinzip nach Frieden. Ich meine, Sie haben so viel erlebt, auch so viel Demütigendes, dass alles recht da wäre zu sagen, komm, Schluss reicht. Sie sind dann aber irgendwann nach vielen Jahren zu ihm hin und haben ihm gesagt, ich vergebe dir. Ich habe in dieser Zeit verstehen dürfen, dass ich vergebe dir bedeutet, du bist schuld an allem. Mhm. Ich habe ihm gesagt, Vater, ich vergebe dir, weil ein Freund mir das geraten hat, du musst vergeben. Ja, und dann bin ich zu meinem Vater und gesagt, Vater, ich vergebe dir. Und der ist explodiert. Der hat gesagt, für was denn? Und ich gesagt, du hast mich geschlagen, getreten, angespuckt. Mhm. Ja, und jedes Mal, wenn ich etwas aufgezählt habe, war es, wenn ich auf ihn schieße. Ja, mhm. Und wenn du auf jemanden schießt, der schießt zurück oder betäubt sich. Und genau diese Dinge hat mein Papa gemacht, schießen und betäuben. Ah, der Kampf ging weiter sozusagen. Der war noch schlimmer wie vorher. Mhm. Ja. Als Sie dann 37 waren, haben Sie irgendwann davon geträumt, dass Ihr Vater stirbt. Hm. Was hat dieser Traum ausgelöst? Ich bin eines Nachts durch meine Straßen gefahren. Ich sage bewusst meine Straßen, weil ich meine Heimat über alles liebe. Das war viele Jahre nicht so. Mhm. Heute verstehe ich die Menschen, auch die mir wehgetan haben. Ich verstehe sie. Verstehen bedeutet nicht gutheißen. Auch die Jungs, die mich gemobbt haben, die haben eine krasse Geschichte. Heute verstehe ich es. Und ich habe meinen Vater betrunken gesehen und irgendetwas in mir hat gesagt, er hat nicht mehr lange zu leben, mach Frieden. Und es hat in mir gearbeitet und eines Nachts habe ich geträumt, er wäre gestorben. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, das war bis dahin der schlimmste Traum meines Lebens. Und mein Vater wohnt in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5 und ich hatte laut Google Map 140 Meter zu ihm. Und ich bin zu meinem Papa gelaufen und mein Verstand hat gesagt, du bist der größte Idiot. Er muss zu dir kommen. Es kamen 1000 Argumente in mein Köpfchen, es nicht zu tun. Und mir war es so schwer. Aber ich habe in dieser Zeit etwas kennengelernt, dass Liebe eine Entscheidung ist. Und ich bin zu meinem Papa rein. Und wenn er mich gesehen hat, hat er meistens geschrien. Ja. Und bevor er etwas sagen konnte, habe ich gesagt, Papa, ich wollte dir nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und vergib du mir. Und da steht er 10 Sekunden, jetzt habe ich eine Gänsehaut, ich habe schon tausende Mal erzählt. Und dann steht er in der Bude drin und schaut mich an. Nach 10 Sekunden fragt er mich, du kommst zu mir? Ich sage, ja, Papa, weißt du, habe ich gesagt, ich wollte dich immer verändern und das möchte ich nicht mehr. Das ist nicht mehr wichtig, was du tust und was du nicht tust, du bist mein Papa. Du kannst weiter trinken, du kannst weiterhin gemein sein. Ich habe dich, lieb dich.
Und dann? Und dann kam er zu mir her. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er mich rauswirft und sagt, du Spinner oder irgendetwas. Das ist auch etwas, was ich jedem raten möchte, wenn du etwas tust, erwarte nichts zurück. Sonst wirst du vielleicht enttäuscht. Und mein Papa hat mich hier hat er mich gepackt. Ja. Das war die innigste Art der Umarmung, die er mir schenken konnte. Mhm. Und sagt mir, Bub, ich habe dich immer lieb gehabt, aber ich konnte es dir nicht zeigen. Und an diesem Tag bin ich Sohn geworden. Ja. Also ich bin Sohn geworden, als ich in Zimmer Nummer 5 rübergelaufen bin. Selbst wenn er mich abgelehnt hätte. Ja. Also ich sage, nicht immer im Spaß, auch ein bisschen tiefer. Ich bin bewusst erst seit 13 Jahren Sohn. Und mussten Sie dann dieses Füreinander-Dasein trotzdem nach dieser Umarmung, die so aussah, aber im Prinzip war es ja eine Umarmung, dann erst noch lernen? Ja. Oder war dann auf einmal alles da? Wir hatten an diesem Tag etwas, was ein bisschen unterschätzt wird. Wir hatten Tischgemeinschaft. Von diesem Tag an konnten wir miteinander an einem Tisch sitzen. Mhm. Mir hat der Karl-Heinz Böhm mal gesagt, den dürfte ich auch mal kennenlernen, von Menschen, dass es einer der innigsten Sehnsüchte ist, von Menschen miteinander am Tisch zu sitzen. Mhm. Hier nimmt man sich wahr, hier schaut man sich in die Augen, hier hört man den Klang der Stimme. Das habe ich mit meinem Papa gemacht. Und er hat mir seine Geschichte erzählt. Jahrgang 41, bereits er und auch seine Geschwister wurden zur Zeit des Zweiten Weltkriegs beschossen, ja, und haben ihm ihr Leben rennen müssen. Sein Vater hat ihn verprügelt, der Opa wurde von seinem Vater verprügelt. Mein Opa war im Krieg, er war in Gefangenschaft, er kam traumatisiert zurück und der hat keine Traumatherapie gemacht oder Seelsorge. Und all diese Dinge hat mein Vater mir erzählt, er hat mir von seinem Schmerz erzählt, von seinen Verletzungen, von seinen Fehlern. Und nach 2 Jahren, wir haben dann trainiert, wie man sich in den Arm nimmt. Wir konnten das nicht. Wahnsinn, also sein Papa, mein Opa ist 1988 gestorben. Wir haben uns nie in den Arm genommen, nie. Er konnte es auch nicht. Und ja, in diesen 2,5 Jahren hat mein Papa aufgehört zu trinken, hat sich mit Menschen versöhnt. Und wie gesagt, 4 Wochen vor seinem Tod hat er gesagt, Bub, unsere Geschichte kannst du erzählen. Und der Hoffnung, dass Menschen aufeinander zugehen und sich versöhnen, wie wir beide. Denn sehen Sie, die Leute haben immer über uns hergezogen, ja. Da wohnen sie, die Assis, ja, und guck mal, der säuft und da. Mein Vater hat am Schluss gesagt, sie sollen die Wahrheit kennen, ja. Und dann, was sie dann damit machen, er hat seinen Frieden gehabt. Und mein Papa ist der liebevollste Vater geworden. Er ist ein Opa geworden, wie man es sich nur vorstellen kann. Wahnsinn. Also Liebe liebt das Gute, das Schöne in einem Menschen heraus. Das durfte ich erfahren. Und ich bin ja auch öfters im Gefängnis, also beruflich. Und arbeite mit Jugendbanden. Und wir dachten uns das. Ich habe als Kind viel gestohlen. Gell? Ja, ja. Das war sehr auffällig. Ja. Ja, aber da immer wieder, wenn ich da meine Geschichte erzähle und die Jungs und auch die Mädels erzählen mir ihre Geschichte, ist unfassbar. Ja. Mhm. Ja, wir alle haben so Sehnsucht nach Liebe, nach Versöhnung. Wenn Sie das beschreiben, Liebe, Versöhnung, Vergeben, warum kann das für uns so wichtig sein? Zum einen, weil wir aus dem, was wir vorhin hatten, aus dieser Opferrolle rauskommen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, auch wenn man Ihre Geschichte gehört. Zu vergeben heißt nicht, Unrecht zu negieren. Nein. Das heißt auch nicht, eine Tat zu relativieren. Zu relativieren, genau. Ja? Mhm. Sondern es ist das Erheben über diese Opferrolle oder dieses immer wieder sich neu konfrontieren mit dem Leid. Ja? Also dieser Stress, der sich im Inneren vorträgt, da in das Führerhaus des eigenen Lebens zu kommen. Und wir führen uns in die Freiheit. Und für uns zu führen, und das war nicht jetzt auch wirklich, auch ich hatte auch Gänsehaut, als Sie das erzählt haben, diese Situation, das ist nämlich ein Akt, den ich für mich zunächst erstmal mache, indem ich sage, ich bitte um Vergebung oder wenn man das Bild nimmt, ich beschuldige nicht den anderen, sondern ich mache mich frei. Ich mache mich frei davon. Absolut. Und ganz spannend, ich meine, ganz kurz nur, weil Sie das erzählt haben und so wunderbar, finde ich, auch nochmal diesen Generationenbezug hergestellt haben. Wir wissen aus der Forschung, dass wenn man Liebe entzieht, wenn man traumatisierende Erfahrungen hat, dann kann das sogar über Generationen sich fortsetzen. Mhm. Und es muss halt mal irgendjemand kommen und muss es durchbrochen werden. Und muss mal sagen, stopp, weil das geht bis auf die genetische Ebene, man nennt das Epigenetik, wie sich diese Dinge kolportieren und forttragen. Da muss halt mal jemand kommen und sagen, ich breche aus. Und das ist wirklich heroisch, da auszutreten. Und das Spannende ist deswegen Gänsehaut, eines der Dinge, was dann passiert ist, Oxytocin, das ist das Hormon der Verbundenheit zwischen Eltern und Kind, Mutter und Säugling, wenn es gestillt wird,
Das ist genau das, was Gänsehaut macht. Das macht Verbundenheit und Gänsehaut. Das heißt, wenn wir gerade, ich auch hier Gänsehaut hatten, dann haben wir einen Oxytocin-Ausstoß, weil wir in dem Moment dieses Liebegefühl spüren. Was heißt für Sie heute füreinander da sein? Also es bedeutet für mich einfach, den Menschen so anzunehmen, wie er ist. Ja? Wie gesagt, ich arbeite auch öfters mit Obdachlosen. Ich liebe sie total. Ich habe eine Entscheidung getroffen, wenn ich ins Gefängnis reingehe. Mir ist nicht wichtig, was die Leute getan haben. Die wissen ja auch nicht alles, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Die Menschen so anzunehmen, wie sie sind, ja, und ihnen die Wertschätzung zu geben, deswegen begeistert mich auch ihre Arbeit so sehr mit den Obdachlosen und so. Das ist mein Herz, auch wenn ich, aber wie gesagt, es bedeutet nicht, Dinge gut zu heißen, ja, auch wenn ich jetzt mit Alkoholikern und Verbrechern zusammen bin. Ich habe sie einfach lieb, ja, und die Menschen so zu nehmen und einfach da sein. Schön, dass Sie da sind, denn ich glaube, wir alle haben gespürt, wie wichtig Ihnen diese Versöhnung war und wie sehr sie auch Ihr ganzes Leben verändert hat. Und ich bin mir sicher, dass das, was Sie angedeutet haben, auch so ist, dass Sie für viele andere Inspiration sein werden, Dinge auszusprechen, Dingen nachzugehen, Versöhnung zu suchen. Und dafür allein schon. Vielen Dank, Herr Stahl. Sehr gerne. Danke. Ich glaube, wir haben jetzt auch gesehen, wie belastend eine Beziehung sein kann über Jahrzehnte hinweg. Gleichzeitig merken wir auch, wenn zwei Leute füreinander da sind, zueinander stehen, dann kann das auch Kräfte freisetzen. Und in dem Zusammenhang begrüße ich jetzt noch mal ganz herzlich Alexander und Michelle Schippemeier. Herzlich willkommen. Michelle, gleich mal an Sie eine Frage. Sie können jetzt gerne auch mal ins Schwärmen geraten. Was lieben Sie an Ihrem Mann Alexander? Auf jeden Fall den Humor, weil wir eins zu eins den gleichen Humor teilen. Er ist sehr tierlieb, muss ich vielleicht auch dazu sagen. Das finde ich sehr toll. Und ja, auch, dass er immer direkt ist und ruhig. Also er sagt mir auch, wenn was doof ist, aber er ist auch immer tiefenentspannt, egal in welcher Situation. Genau. Das sind doch schöne Komplimente, oder, Herr Schindelmeier? Das hört man doch gerne, sowas. Ja, hört man gerne. Also die Ruhe ist nur nicht vorhanden, wenn man im Fernsehen ist. Das ist ganz normal. Aber Sie sitzen da so schön entspannt und man sieht so eine schöne Weihnachtsdeko im Hintergrund. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt mit Ihnen, dieses Gespräch führen zu können. Frau Schindelmeier, man sieht es auf den ersten Blick gar nicht, aber Sie haben so eine Sauerstoffbrille, die Sie brauchen, weil Sie Probleme mit der Lunge haben. Was sind das genau für Probleme, die Sie haben? Also ich habe von verschiedenen Krankheiten verschiedene Symptome. Aber ich habe halt nicht eine Krankheit speziell. Und ich leide unter starker Verschleimung und Überblähung und bin halt kaum belastbar. Also ich habe auch nur eine Lungenfunktion von ca. 20%. Und schon ein paar Meter sind halt schon sehr anstrengend für mich. Wie war das in Ihrer Kindheit? Wie hat sich das da schon bemerkbar gemacht? Also ich war ein kerngesundes Baby und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr so mithalten kann mit den anderen. Also ja, wenn Kinder gespielt haben oder im Sportunterricht, habe ich dann eben gemerkt, dass ich nicht so kann. Und dann ging es eben zum Lungenarzt und genau. Und in Ihrer Jugendzeit wurde es dann ja eher schlimmer, aber das war auch die Zeit, in der Sie Ihren heutigen Mann Alexander eben kennengelernt haben. Alexander, erzählen Sie mal, wie haben Sie zwei sich denn kennengelernt? Also das war ein klassischer Weg bei uns im Straubinger Volksfest über einen damaligen Bekannten, also einen Freund von uns haben wir uns kennengelernt. Genau, und dann wurde halt Nummer getauscht und so der Kontakt langsam aufgebaut. Und wenn Sie es jetzt umgekehrt sagen würden, was hat Sie gleich angesprochen? Was fanden Sie gleich gut an ihr? Ja, am Anfang hat man ja nicht mehr als die Optik und die war schon mal sehr ansprechend. Aber dann kam natürlich der Charakter dazu, derselbe Humor, dieselben Interessen. Ja, so ging das langsam los. Kann ich unterschreiben.
Ich meine, zunächst waren Sie ja erstmal nur gute Freunde. Aber irgendwann wurde es dann ja mehr. Erinnern Sie sich, Frau Schindelmeier, noch an den Moment, als es dann gefunkt hat zwischen Ihnen? Ich glaube, das war an Weihnachten. Also ich habe auch vorher schon bei ihm und seiner Familie Weihnachten verbracht, wo wir eben noch nicht zusammen waren. Und ich glaube, dass eben an Weihnachten so zumindest von mir aus der erste Funke übersprüht ist. Der Weihnachtsfunke, passend zu dem Adventskranz hinten im Hintergrund. Sie haben ja aber auch erlebt schon in Ihrer Jugend, dass sich mal Freundinnen abgewandt haben, so von Ihnen. Auch mit einem Ex-Freund hatten Sie mal Probleme, der konnte mit Ihrer speziellen Situation nicht so umgehen. Haben Sie sich Sorgen gemacht, dass es Alexander auch so geht, dass er auf Dauer irgendein Problem damit hat? Anfangs ja, aber als wir uns dann... Ja, man lernt sich ja dann doch immer besser kennen und wir waren dann eben auch wie beste Freunde. Und es hat sich halt gleich rausgestellt, dass er einer war, der mich wirklich besucht hat im Krankenhaus und der halt wirklich immer Interesse gezeigt hat, egal ob es mir jetzt gut oder schlecht ging. Und so wurde mir dann auch ganz früh die Angst genommen. Ich meine, Sie sind seit 8 Jahren ein Paar, seit 4 Jahren leben Sie zusammen, seit einem Jahr sind Sie verheiratet. Nochmal Gratulation auch an Sie. Ich denke, da werden Sie richtig schön gefeiert haben. Gab es denn auch irgendwie vereinzelte Stimmen, Alexander, die gesagt haben, hast du dir das überlegt? Das ist ja auch Verantwortung, so in diese Richtung. Ja, also es gab nie Ablehnung von meiner Familie und von Bekannten. Aber es war schon so, dass einem gesagt wurde, dass man sich die Situation gut überlegen muss, da ja die Aussicht nicht auf Besserung, sondern eher Verschlechterung oder den Gleichgesundheitsstand hinwiesen. Also die Aussagen waren da, aber ich war einfach überzeugt, wenn alles stimmt, dann ist die Gesundheit nebensächlich. Wie geht es Ihnen denn jetzt, Michelle? Was können Sie, man will ja auch viel selbstständig machen im Leben, das ist klar. Was können Sie selbstständig und was geht nicht so gut? Also was selbstständig geht, ist Schminken. Das ist ein Hobby von mir. Und Autofahren geht auch selbstständig, weil ich ein Automatikauto habe. Und was aber auch ist, dass zum Beispiel Alex mir beim Duschen helfen muss oder mich auch eincremend kochen, je nachdem, wie aufwendig und wie anstrengend, machen wir es eigentlich immer gemeinsam. Ja, und dann zum Beispiel spazieren, da kann ich nur, ja, wie viel Meter? Ja, 50 Meter. Je 50 nach, Meter höchstens. Und sonst sind wir immer mit dem Rollstuhl unterwegs. Genau, ja. Sie haben ja auch schon schwierige Situationen miteinander erlebt, muss man sagen. So wirklich Notfälle, wo es um Leben und Tod geht. Und so wie Sie da sitzen, ich glaube, man spürt, dass Alexander Sie gerne unterstützt und gerne immer bei Ihnen ist. Haben Sie sich trotzdem manchmal Sorgen gemacht, ob ich ihn mal überfordere? Machen Sie sich über sowas Gedanken? Eine Zeit lang ganz viel. Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht und mich auch immer schlecht gefühlt. Also einfach weil er immer alles machen muss und ich ihm nicht ansatzweise so viel zurückgeben kann. Aber ich bin seit vielen Jahren auch in psychologischer Therapie und jetzt bin ich so, dass ich nur noch bei Bedarf eben hingehen muss. Und da habe ich das eben auch gelernt, dass ich das ja nicht mit Absicht mache und ja, habe ich eben gelernt, damit umzugehen und mich nicht immer schlecht zu fühlen. Ich meine, es ist ja auch so, natürlich, Alexander, Sie unterstützen Ihre Frau, aber ich bin mir sicher, das ist nur die eine Seite. Umgekehrt werden Sie ja auch, wird Michelle ja auch für Sie da sein. In welchen Situationen ist es so, dass Sie sagen, ja, da brauche ich Sie, da ist sie mir eben zur Seite und eine große Stütze? Ja, eigentlich, wie es bei einem normalen Paar auch ist, halt in jeder anderen Situation, wo Shelly kann, ist sie für mich da, also emotional. Ich kann mit ihr reden, kann mit ihr Spaß haben. Also neben Haushalt ist sie eigentlich genauso viel da wie jede andere Frau für ihren Partner auch. Ist es denn so, ich meine, Sie sitzen da so schön einträchtig zusammen. Michelle, geht er Ihnen denn auch mal auf den Wecker?
Oder umgekehrt? Also das kommt schon mal vor, aber ich würde schon sagen, dass wir sehr harmonisch sind. Also wenn ich da mal wieder für mich sein will, dann mache ich so meinen Mädelskram. Und dann, keine Ahnung, dann lasse ich ihn mal im Wohnzimmer oder so. Aber wir kennen das auch, dass man viel Zeit aufeinander hockt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns viel nerven. Also, oder? Wie ist es denn jetzt so während der Pandemiezeit, während Corona? Ich meine, Sie müssen ja ohnehin schon sehr darauf achten, weil ein leichter Schnupfen für Sie ja schon gefährlich sein kann, oder? Ja, also er macht eigentlich genau dasselbe wie ich. Also wir passen gegenseitig aufeinander auf, beziehungsweise er auf mich. So. Und es ist halt, dass man jetzt nochmal alles, was ich eh schon gemacht habe, nochmal intensiver. Natürlich auch das mit der Maske, aber auch Hygienemaßnahmen oder Abstand zu Familienmitgliedern. Weil wenn er mich nicht hätte, dann müsste er sich ja doch nicht so stark einschränken, wie er es eben jetzt macht. Jetzt ist unser Thema heute ja füreinander Dasein. Alexander, was heißt das für Sie? Füreinander Dasein? Ja, das, wie meine Frau in jeder Situation, die ich sie brauche, für mich da ist. Und das ist sie auch. Also der Arbeitsplatz, den ich verloren habe, oder wenn sonst irgendwelche schlechten Nachrichten sind, kann ich immer auf Shelly zählen und natürlich auch umgekehrt so. Ja, ich finde auch eben, dass man nicht nur in guten Zeiten Spaß hat und zusammen ist, sondern auch eben in schlechten Zeiten zusammenhält und füreinander da ist, zuhört vor allem, nicht alles gleich abtut, so, ach, ist nicht mein Problem, keine Ahnung, sondern dass man eben auch den anderen ernst nimmt und ja. Schweißen solche schweren Zeiten, wenn man sie dann gemeinsam übersteht, und das haben Sie ja auch schon, vielleicht sogar noch mehr zusammen? Ich würde schon sagen, also ich glaube, dass wir in unseren jungen Jahren schon so viel durchgemacht haben, was hoffentlich andere nicht durchmachen müssen, dass das natürlich zusammenschweißt und dass man die guten Zeiten dann noch mehr zu schätzen weiß. Ja. Dann wünsche ich einfach, dann wünsche ich Ihnen einfach weiterhin eine tolle Zeit zusammen. Wenn man die Weihnachtsdeko hinter Ihnen sieht, kann man Ihnen auch nur frohe Weihnachten nochmal gemeinsam wünschen und dass Sie einfach sich weiterhin so stärken und weiterhin beide so füreinander da sind wie bisher. Vielen Dank an Sie beide. Danke. Danke. Herr Esch, wenn man die beiden so hört, die halten zusammen. Nun gibt es aber ja auch, gerade in diesen Zeiten, Menschen, die sind ganz alleine. Wenn jetzt soziale Kontakte so wichtig sind, angenommen, ich habe gar keine funktionierenden Beziehungen um mich herum, kann mich das dann umgekehrt auch krank machen? Leider ja. Einsamkeit ist ein ganz großes Problem. Das ist vor allen Dingen deswegen so betrüblich, weil wir eigentlich so viele sind und weil es so einfach wäre, im Grunde genommen miteinander in Kontakt zu treten. Und da braucht es manchmal den ersten Schritt, den ich machen muss. Ist, indem ich jemanden vergebe, indem ich auf jemanden gehe, meinen Nachbar, mit dem ich im Streit bin, dem Bruder der Schwester, mit der ich im Streit bin, dem Lehrer meines Sohnes, dem ich irgendwie beim Elternabend komisch gekommen bin. Also es liegt auch an mir, dann diese Mauer zu durchbrechen, denn Einsamkeit trifft uns als allererstes. Und wenn ich diese Menschen nicht habe, wenn ich diese funktionierenden Beziehungen, die uns stützen, die uns helfen, nicht habe, hat das dann vielleicht sogar Auswirkungen tatsächlich auf meine Lebensdauer? Ja, das Erstaunliche ist, dass, ich sage jetzt mal, Glück oder das Gefühl von Zufriedenheit, von Ankommen bei sich, mit sich im Frieden sein, hat dramatische Konsequenzen auf die Lebenserwartung, auf Krankheitshäufigkeit. Menschen, die eingestimmt sind, die sich verbunden fühlen, darum geht es am Ende, leben länger, leben gesünder und das ist das Erstaunliche, eben nicht nur gesünder, sondern auch glücklicher und sind zufriedener. Und ich finde, Alexander hat das eben so wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn alles passt, dann ist die Gesundheit nebensächlich. Mhm. Und wenn alles passt, ist für mich eine Übersetzung für, wenn ich glücklich bin, dann ist die Gesundheit nebensächlich. Wir haben noch gehört, die Gesundheit ist alles, ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das ist fatal, weil die Gesundheit ist ein Punkt. Aber wenn wir älter werden, wenn wir unsere Zipperlein bekommen, die werden kommen.
dann müssen wir uns arrangieren. Wir müssen trotzdem glücklich sein können. Und dafür brauchen wir die anderen Menschen, die uns das Gefühl geben, du bist es wert. Kommen wir zu Ihnen, Frau Schwarz. Wenn ich Sie frage, wie viele Kinder haben Sie? Was antworten Sie denn da? Viele. Ja, da sage ich, ich habe 29 Kinder. 29. Dazu muss man sagen, zwei sind Ihre leiblichen Kinder. Die sind jetzt 22 und 19. Genau. Und dann gibt es eben 27 Kinder, die vorübergehend bei Ihnen waren. Wie viele Kinder sind dann im Moment bei Ihnen zu Hause? Also im Moment, da unsere Töchter jetzt ausgezogen sind, also eine ist nur ein Stockwerk tiefer gezogen, aber eben die andere ist schon ausgezogen, haben wir im Moment drei Kinder zu Hause. Wir haben den Jakob, den haben wir nach langer Bereitschaftspflegezeit eben auch in Vollzeitpflege genommen. Und dann haben wir im Moment noch Zwillinge. Und die sind vorübergehend bei uns. 29 Kinder, das ist ja schon mal eine Menge, muss man sagen. War Ihnen denn schon immer klar, ich hätte gern Kinder und möglichst viele? Ja, ja? Also Kinder und vor allem Babys bestimmen mein Denken, Fühlen und Wollen schon also wirklich Zeit schon? Meines Lebens. Meine früheste Erinnerung ist mit, ich muss da zwei oder drei gewesen sein und erinnere mich an den Kinderwagen mit einem karottengelben, wunderschönen Baby in unserer Nachbarschaft. Wir sind da neu eingezogen und dieses Baby vor dem Haus von Familie Schulz, das hat mich total begeistert und da bin ich hin und ich, also und jeder Kinderwagen, jedes Baby hat mich magisch angezogen und das ging auch so durch meine Kindheit. Ich hatte immer irgendwo in der Nachbarschaft Babys, die ich betreut habe oder Kinder und habe dann da eine ganz starke Verbindung auch aufgebaut. Und als Sie Ihren Mann dann kennengelernt haben, waren Ihre Augen und Ihre Gedanken dann vor allen Dingen auch wieder bei den Kindern der Familie Schulz, bei den Babys? Also war aber klar, dass Sie Kinder dann... Also das war immer klar, ja, ganz klar war das. Und als Sie dann Mutter geworden sind, war das denn dann so, wie Sie sich das vorgestellt haben oder mussten Sie sich dann doch erst noch mal reinfinden? Nein, es war absolut so. Also es war nur, das Einzige war, dass meine Tochter auf die Welt kam oder unsere Tochter und ich sie angeschaut habe und gedacht habe, oh, jetzt habe ich dich 9 Monate in mir getragen und ich dachte, ich kenne dich, du bist meins. Und dann war da so ein Mensch, der mir, also das war so eine Persönlichkeit schon, die mich da angeguckt hat und wo ich gedacht habe, Mensch, also ich war ehrfurchtsvoll. Ich habe wirklich diesen starken Menschen gespürt und das ging mir dann bei meiner zweiten Tochter auch so. Aber es war eben nicht so dieses, oh, mein Baby, sondern ja. Und dann war ich glückliche Mutter. Wie nah waren Sie den beiden Kindern dann auch? Unendlich nah. Ja. Also Pauline, meine Erstgeborene, habe ich nicht aus dem Arm gegeben. Die ging mit mir die ersten Tage sogar aufs Klo. Also schon. Ich habe sie wirklich, also ich war so glücklich, dieses Kind. Also schon ein bisschen wie eine Glucke, oder? Absolute Glucke, absolut. Ich stehe dazu. Ja. Ja, also wirklich. Und es hat sich gebessert und ich würde auch mal meinen, wir haben ein ganz gesundes Mutter-Tochter-Verhältnis. Ich habe sie auch gehen lassen. Beruflich waren Sie dann Hebamme? Mhm. Mit Leib und Seele. Das passt. Herr Stahl sagt, das passt. Ja, ja. Aber ich liebe einfach auch die Menschen. Es ist nicht nur, also meinen Hebammenberuf habe ich nicht der Babys wegen geliebt, sondern denke ich auch, das hat mich sicherlich auch dahin geführt, aber eben auch erstens, ja, das Wunder der Geburt ist was ganz Besonderes, aber eben auch die Beziehung zu dem Paar, was da kommt. Ich kenne die überhaupt nicht. Ich lasse die zur Türe rein und ich lerne die dann kennen. Also das ist auch... Und Sie sind in einer ganz besonderen Situation für Sie da. Genau, also ja, man öffnet sich einfach total. Das Paar muss sich öffnen, damit sie mit mir zusammen ihr Kind auf die Welt bringen können. Also mit meiner Hilfe. Sie macht es ja alleine, aber es sind ganz, ganz tolle Begegnungen und es ist wunderschön, jemanden bei einer Geburt begleiten zu dürfen. Und ja, es ist
Man merkt, Sie strahlen immer noch, wenn Sie darüber reden. Ja. Sie sind dann auch zum dritten Mal schwanger geworden. Das war, glaube ich, zum ersten Mal nicht ganz geplant. Ja, genau. Die anderen beiden Töchter waren bis auf den Monat geplant. Ja. Ich habe sie mir gewünscht und sie sind... Zack. Ja. Haben Sie sich denn trotzdem gefreut auch dann? Nach einem ersten Ups, weil es eben auch dicht auf, also dicht auf die zweite gefolgt wäre. Und natürlich, ganz klar, habe ich mich gefreut. Sie haben dieses Kind dann spät im siebten Monat verloren. Ja. Und ist das etwas, was vielen Frauen passiert, worüber man aber trotzdem nicht wirklich offen redet, häufig zumindest nicht offen redet? Wie schwer ist es Ihnen gefallen, diesen Verlust, mit diesem Verlust zu leben dann? Sehr schwer. Also man kennt es als Hebamme. Ich habe immer gerne Paaren geholfen in so einer Situation und habe auch öfters mal eben Totgeburten begleitet. Es selber zu erfahren, war jetzt für mich furchtbar, aber nicht, dass ich gedacht habe, warum trifft es mich, sondern es kann nun mal einfach passieren und es gehört zum Leben dazu. Und so habe ich es versucht auch zu verarbeiten. Und ich denke, das ist mir auch dadurch gelungen, weil ich dann eben noch mal überlegt habe, was wünsche ich mir, was wünschen wir uns. Und dann hatte Ihr Mann eine Idee. Genau, der kam eines Tages vom Sägen zurück und meinte, du, in dem Sägewerk, wo ich heute war. Man muss sagen, er ist da selbstständig und hat da was mit zu tun. Also, er kommt vom Sägen zurück. So. Ja, genau. Da war ein, also da wurde die Sägewerksfrau gefragt, ob sie nicht auch mal Kinder zum Übergang aufnehmen kann, weil diese Firma eben auch immer Menschen mit Behinderung aufgenommen hatte und die in ihrem Leben so teilnehmen lassen haben. Und ja, und das wäre doch was für uns. Ja, so kam das, er zurück. War das auch gleich in Ihrem Kopf so? Ach, ja, sofort. Weil das Kind, was ich verloren hatte, wollte ich jetzt nicht ersetzen. Also ich habe natürlich an die Idee gedacht, ich könnte ja jetzt ein Adoptivkind oder Vollzeitpflegekind aufnehmen für dieses Kind. Aber das wollte ich nicht. Also das schien mir nicht richtig. Und dann habe ich eben das Jugendamt angerufen, gleich direkt. Gleich in Aktion getreten. Genau, und habe gesagt, hallo, ich habe da mal eine Frage. Gibt es die Art der Pflege, dass man ein Kind aufnimmt, ihm so lange Gutes tut, bis, was weiß ich, also eine neue Familie, eine Adoptivfamilie, ja. Und als Sie dann wirklich dann das erste Mal ein Kind bekommen haben, wie war dann die erste Zeit für Sie und für das Kind? Wie war das? Ganz wunderbar. Ganz wunderbar? Ja, also es war wirklich, dieses Kind ist am Termin von unserer dritten Tochter geboren. Es wurde dem Jugendamt gemeldet, während ich dort war im Gespräch. Also es war sehr... Ich habe auch sehr gedrängt auf diesen Termin im Jugendamt, weil ich mich wirklich berufen gefühlt habe. Also, und wie nah war dann die Beziehung auch zu dem Kind? Naja, ganz, ganz nah. Also so wie zum eigenen Kind, das Sie auch zur Welt gebracht haben? Nein. Nicht ganz? Nein. Es war im ersten Moment, man hat ja immer die Eltern vor Augen. Man weiß, da sind Eltern, die mussten ihr Kind jetzt abgeben. Und das Kind fehlt ihnen. Und ich habe die Eltern immer besucht auch mit dem Kind. Und deswegen, diese Beziehung ist dann gewachsen. Aber es war auch eben diese Ehrfurcht vor diesem Kind, so wie es auch bei Pauline war und bei Luise. Also das wächst dann. Wie war das denn mit Ihren beiden Töchtern? War das für Sie okay, dass da immer dann auch in den nächsten Jahren andere Kinder waren? Also wir haben wirklich diese Kinder so ins Herz geschlossen. Also ich habe mir das dann auch immer mehr gestattet, diese Kinder einfach Knall auf Fall einfach zu lieben. Da war ich am Anfang noch so vorsichtig, weil ich immer so dachte, oh, du musst sie wieder abgeben. Und es sind nicht deine Kinder. Das war aber... nicht lang. Vielleicht die erste
Also einfach die Liebe, Wochen. Sie haben die Liebe einfach rausgelassen, fließen lassen genau. sozusagen. In welchen Situationen waren denn die Kinder, die zu Ihnen kommen? Nur damit wir so ein Gefühl Also da gibt es ganz verschiedene Gründe für, also zum Beispiel eben Drogensucht, Alkohol. Die haben dann eben in der Klinik schon einige Wochen verbracht und ja, dann gibt es psychische Krankheiten, die eben dazu führen, dass die Kinder in Pflege genommen werden oder eben Vernachlässigung. Und was brauchen die Kinder dann? Gerade Liebe, gerade Nähe? Dasein, genau. Also die schlafen bei uns mitten im Wohnzimmer. Die sind immer bei uns. Wir sind auch nicht extra leise. Die sind einfach da, wo wir sind. Und ich gebe ganz, ganz viel Nähe. Also ich trage sie, ich trage T-Shirts damit, da kommen die rein. Ich trage jetzt meine Zwillinge vorne und hinten, wenn ich mit meinen Eseln spazieren gehe. Also es ist einfach, das denke ich, das macht die Kinder stark. Da nehmen sie das Rüstzeug mit für ihr weiteres Leben. Das wird meistens ja doch noch ein bisschen mit Stolpersteinen oder Bordsteinen, nein, ich weiß nicht, aber es kommt ja dann der Wechsel von uns und das sind einfach Dinge, da möchte ich sie verstärken oder das passiert einfach. Also. Aber das, was Sie jetzt ansprechen, da kommt ja dann der Wechsel. Ich stelle mir jetzt so vor, Sie geben diese ganze Liebe, da baut sich ja eine Beziehung auf, eine Nähe auf, Sie haben das Kind da und dann muss es weiter. Und es ist ja schon von den Eltern weggekommen, genau. Das haben sie ja auch schon. Wie läuft denn dann so ein Abschied nehmen? Ist es dann von einem Tag auf den anderen oder gibt es eine Übergangsphase? Nein, dann könnte ich das überhaupt gar nicht machen. Das wird mir dann so sehr wehtun. Es ist Wir sehen hier übrigens einen Moment eines Abschieds. Da bringen Sie, glaube ich, alle zusammen mit der ganzen Familie ein Kind gerade dann zu der Familie, die es aufnimmt. Das sind unsere letzten Zwillinge. Das war dieses Jahr im Juni. Und das war das Ende einer 6-wöchigen Eingewöhnungszeit, wo eben die Pflegeeltern erst mal zu uns kommen, die Kinder bei uns kennenlernen und eben sehen, wie sie bei uns leben, was sie brauchen und wo sich dann eben einfach auch so eine Beziehung entwickeln kann, ein Kennenlernen ist. Und dann gehe ich die anderen 3-4 Wochen, je nach Alter, mit dem Kind oder mit den Kindern in die neue Familie und gewöhnen sie da vorsichtig ein, bis dann irgendwann der Tag des Abschieds da ist. Sie haben 29 Kinder. Für wie viele mehr ist denn noch Platz in Ihrem Herzen? Sie hat auch noch Esel, gell? Esel hat sie auch noch. Was hast du Esel. Hat vorhin gesagt, wenn sie mit den Eseln weggeht. Ja, stimmt. Ja, also ich bin da ganz offen. Und Sie machen auch weiter? Also ich liebe es sehr und es macht mich glücklich. Und ich finde einfach, das Leben ist dafür da, Liebe zu schenken und Also ich glaube, diese Liebe spürt man Ihnen wirklich an. Und es ist ganz toll zu wissen, mit wie viel Liebe Sie diese Kinder auf den weiteren Weg bringen. Das ist großartig. Und dann wünschen wir Ihnen mit Ihren 29 und all denen, die noch dazukommen, wirklich alles Gute. Wie wichtig ist denn, danke nochmal auch an Sie, Frau Schwarz, wie wichtig ist denn so ein soziales Netz auch gerade für Kinder? Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir Menschen leisten uns, ich meine, wir sind, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr nüchtern, aber wir sind auch Tiere sozusagen. Und wir leisten uns im Vergleich mit anderen Tieren eine extrem lange Zeit, wo wir die Jugend beschützt aufwachsen lassen. Das gibt es im Prinzip bei keiner vergleichbaren Spezies, dass wir uns die Zeit so lange nehmen, dass Kinder einfach ohne Schutz nicht existieren können. Warum machen wir das? Wir machen das deswegen, weil in dieser Zeit, wo wir sie beschützen als Gesellschaft, etwas entsteht, was hinterher für uns alle einen Mehrwert bringt. Das kommt zurück. Wir leisten uns das nicht, weil wir Spaß haben, sondern biologisch gesehen investieren wir in diese Kinder, damit hinterher so viel mehr zurückkommt, indem sie Stützen der Gesellschaft werden, indem sie Kulturträger werden, unsere Traditionen weitertragen, uns glücklich machen. Und dieses Netz, was da gesponnen wird zwischen denen, die wir beschützen, dann irgendwann kippt das in der Mitte des Lebens und dann kommt was zurück. Das ist etwas, was sozusagen uns alle durchfließt. Unsere Adern, unseren Körper, unser Gehirn durchfließt.
Und das, was dabei entsteht, ist eben für die kleinen Wesen, die kleinen Menschen, die sie da aufnehmen und mit so viel Liebe begleiten, zunächst mal das Gefühl, ich kann was, da ist jemand, der kümmert sich um mich, mir wird geholfen. Und wenn ich es mal nicht schaffe, dann ist da irgendetwas, was mich trägt. Das vielleicht auch noch über die eigenen Eltern oder die Pflegefamilie hinausgeht. Also die Gesellschaft, die mich trägt. Und dieses Zutrauen, dass wenn ich falle, dass es nicht bodenlos ist. Das ist für uns alle existenziell. Das, was unsere nächsten beiden Gäste erlebt haben, das ist fast so was wie eine moderne Weihnachtsgeschichte. Beide kommen aus Bremen. Beide wohnen in einer Nachbarschaft. Aber erst Corona und die Kraft der Musik haben die beiden so richtig und die ganze Nachbarschaft so richtig eng zusammengebracht. Herzlich willkommen, Frau Möhle, und herzlich willkommen, Herr Hoffmann. Frau Möhle, Sie leben jetzt schon 13 Jahre in dieser Straße. Bringen Sie uns diese Straße mal näher. Was ist das für ein Viertel? Was ist das für eine Nachbarschaft? Ja, also erstmal, ich glaube, das ist eine ganz normale Nachbarschaft, so wie es wahrscheinlich sehr viele Menschen erleben oder haben. Und es ist nicht, also es gibt keine Besonderheiten, sag ich jetzt mal so. Natürlich gibt es nette Nachbarn und natürlich gibt es Menschen, mit denen man mehr Kontakt hatte oder hat. Aber genauso auch Menschen, die man eigentlich nur mal gegrüßt hat und manchmal nicht mal nur das. Herr Hoffmann, Sie sind gebürtiger Bremer, wohnen in dieser Siedlung auch schon seitdem es sie gibt, also seit Mitte der 80er Jahre. Sind Sie und Ihre Frau denn so Typen, die engen Kontakt zu Ihrer Nachbarschaft haben normalerweise? Ja, im Laufe der gesamten Zeit seit 1984 hat sich natürlich sehr viel ergeben. Und dass man dann natürlich die Nachbarn gut kennenlernt, ist ja völlig außer Frage. Und wir haben gute Beziehungen zu vielen Nachbarn, nicht zu jedem, wie das eben so üblich ist, aber generell ist es dann schon so, dass wir uns gut vertragen und auch mittlerweile durch unsere Aktion natürlich auch gut vernetzt sind. Sie deuten die Aktion schon an. Sie beide verbindet etwas, muss man sagen. Sie hatten immerhin auch schon Handynummern ausgetauscht. Nämlich, Sie haben die Musik gemeinsam. Sie, Herr Hoffmann, spielen Trompete im Posaunenchor. Sie, Frau Möhle, spielen gemeinsam mit Ihrem Mann in einer Coverband. Und um diese Musik geht es ja auch in dieser Geschichte. Wir blenden uns noch mal zurück, versetzen uns in den März dieses Jahres. Es war der erste Lockdown. Ich stelle mir vor, Sie, Frau Möhle, sitzen wie jetzt in Ihrem Zimmer zu Hause, im Wohnzimmer, vielleicht auf der Couch. Was haben Sie da wahrgenommen? Was ist da passiert an diesem Abend? Ja, es war eine Woche her, dass dieser Shutdown verkündet war. Und man war so irgendwie so ein bisschen unsicher. Was bedeutet das jetzt? Was passiert? Mein Mann und ich haben auf dem Sofa gelegen, das war ein Wochenende, und haben darüber sinniert. Oh Gott, was passiert jetzt? Und dann hörte ich irgendwie so, das war auch so neblig, so ähnlich wie jetzt hier auch, hörte ich eine Trompete. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, Mensch, wer spielt denn jetzt hier Trompete in dieser kalten Zeit? Und dann habe ich gesagt, Mensch, Udo, der spielt doch Trompete. Und dann habe ich ihn angeschrieben per WhatsApp und habe gefragt, Udo, warst du das? Hast du eben gerade die Trompete gespielt? Und haben Sie dann auch gedacht, Mensch, das ist ja eine tolle Aktion, da wäre ich gern dabei? Auch weil Sie musikalisch sind und Ihr Mann ja auch? Also erstmal war es nur, hey, da passiert was, das ist ja witzig. So, und dann hat Udo geantwortet und hat geschrieben, ja, das erzählt er, denke ich, gleich selber. ich mache das, und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, da machen wir jetzt mit. Sie, Herr Hoffmann, sind ja dann wirklich vor die Tür gegangen und haben erstmal Trompete gespielt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, wie auch schon einmal berichtet, ich bin ja in einem Posaunenchor hier in Bremen tätig. Und die ehemalige EKD-Vorsitzende Margot Kessmann hat den Anstoß gegeben, indem sie einfach mal berichtet hat, dass wir, wie die Italiener auch, eben ein bisschen musizieren sollen. Dieses wurde über den Posaunenchor sozusagen mitgeteilt. Ja, und dann habe ich dann überlegt, ja, wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Und mit meiner Frau zusammen haben wir dann abends noch ein bisschen darüber sinniert. Dann habe ich gesagt, so, komm her, der Mond ist aufgegangen, das kriegen wir ja hin. Hatte ich mir ein paar Noten rausgesucht. Dann sind wir auf die Terrasse gegangen und haben
uns da aufgestellt und entsprechend so ein bisschen musiziert. Meine Frau hat dazu gesungen. Ja, und das waren die ersten Abende so. Das war 19 Uhr. Und dann sind wir also jeden Abend erstmal aufgetreten. Und dann spürten wir auch, dass das ein oder andere Mal jemand da war. Also die Nachbarn sind rausgekommen, man hörte dann mal einen Applaus, man hörte toll. Und ja, und so hat sich das dann alles ergeben. Frau Möhle, haben Sie dann irgendwann gespürt, das ist keine kleine Sache, das wird was Größeres hier? Gab es so einen Moment? Also natürlich. Als mein Mann und ich den zweiten Abend sozusagen dazugekommen sind, wir haben das Schlafzimmerfenster aufgemacht, mein Mann saß da mit Gitarre und wir hörten Udo 19 Uhr da drüben spielen und also den Gesang habe ich gar nicht gehört und dann haben wir mitgemacht und dann waren das so 2-3 Tage und man sah, einige Nachbarn lächelten, haben geguckt, machten die Tür zu, schoben die Gardinen zu. Und mein Mann sagte dann, ne, das ist ja immer wieder der Gedanke dabei, ja, hier ist eben nicht Italien. Also das war so, ja, und wir brüllten quasi der Mond ist aufgegangen in Verhalte so hier in dem Wohngebiet. Egal, wir haben es einfach gemacht, weil wir gesagt haben, wir machen das jetzt einfach so. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch das Gefühl, Udo spielt dort und wir sitzen am Fenster. Und was Udo eben gesagt hat, irgendwann haben wir gehört, ein paar Tage später, Mensch, da von da hinten kommt ja auch noch irgendwie eine Posaune oder was ist das denn? Hier passiert ja was. Und durch einen Zufall war es irgendwann so, sind wir rausgegangen um 19 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist. Und ganz vorsichtig gegen so ein paar Gartentore auf, so nach hinten raus und dann trat da eine Kontrabassistin raus, da trat noch jemand mit einer Trompete raus, da trat jemand mit einer Gitarre raus und dann standen wir alle da und waren wie erstarrt. Wir haben uns alle angeguckt, so habe ich es wirklich empfunden und haben gedacht, was ist denn hier gerade los? Jetzt passiert hier was. Das war ein wirklich magischer Moment, den kann man auch gar nicht beschreiben. Also das war irre. Wir waren da noch nicht so viele, da waren wir vielleicht 10 Leute oder 12 vielleicht. Aber da hat man schon gemerkt, wow, so viele Menschen, die jetzt hier irgendwie Musik und das aufgenommen haben. Wir hatten ja vorher die Leute im Kopf, die Gardinen zugezogen haben. Ja. Das war das Besondere für den Moment jedenfalls. Es ging ja noch weiter. Es kam dann immer mehr Nachbarn auf die Straße. Und damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, so sah das aus. Frau Möhle, als Sie das dann gemerkt haben, die kommen alle raus, hat sich dann da mit den Wochen auch über die Musik hinaus was getan? War da mehr Miteinander in der Nachbarschaft? Ja, also uns Norddeutschen sagt man ja immer so nach, ja, wir sind so die Kühlen, so Moin reicht aus, ne, Moin Moin ist schon gesabbelt, ne? Also wir mit dem Sprachphlegma oder wie sagt man, Wörterebbe oder sonst irgendwas. Also man hat gemerkt, man unterstellt denen, mit denen wir dort gestanden haben, irgendwas, was Wohlwollendes. Also Vertrauen ist vielleicht übertrieben, aber etwas, wo man demjenigen etwas Positives zubilligt und wo man sagt, Mensch, das ist total schön hier gerade. Und dadurch ist was passiert, auch wenn man die Menschen getroffen hat, irgendwo beim Bäcker oder so, man hat einen kurzen Schnack gehalten und man hat einige auch besser kennengelernt. Wir haben eine Nachbarin hier zu unserer Garage hin, die haben wir immer nur gegrüßt die ganzen Jahre hinweg, manchmal auch gar nicht. Und da hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt, das muss ich wirklich so sagen. Die auch zum Beispiel diesen Schmuck hier macht, ne? Das habe ich auch gar nicht gewusst. Irgendwann kam dann der Sommer und die Verbote wurden gelockert. Menschen sind natürlich dann auch mal wieder essen gegangen, arbeiten gegangen. Sie haben dann entschieden, auch eine Pause zu machen. Aber es kam der Herbst, sie haben trotzdem weiter Nachbarschaftsfeste gemacht. Jetzt kam der Winter, der zweite Lockdown. War dann klar für Sie, Herr Hoffmann, es geht wieder los, wir machen weiter? Ja, das haben wir den
Leuten allen versprochen. Wir haben also, nachdem wir Mitte Juni aufgehört haben, wir haben zu dem Zeitpunkt ja täglich um 19 Uhr gespielt. Und wir haben dann gesagt, also wir machen ein gemeinsames Sommerfest und werden in der Adventszeit, und so war es geplant eigentlich in dem bei uns gegenüberliegenden Wohnheim für die älteren Mitbewohner, da wollten wir eigentlich drin mit den Adventlieder singen und Weihnachtslieder. Jetzt ist es aber anders gekommen, wegen des zweiten Lockdowns können wir wieder nur draußen spielen und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Adventssonntage spielen. Und so haben wir jetzt schon zwei hinter uns und wir haben also festgestellt, das ist gigantisch. Also das, als wäre es gar nicht aufgehört. Es ist genauso wieder wie letztes Mal und es sind 50, 60, wir hatten jetzt fast 70 Leute, die an der Straße standen und mit uns gemeinsam nicht nur den Mond gesungen haben, sondern jetzt auch Adventlieder. Und wir haben jetzt beim letzten Sonntag haben wir es noch mal ein bisschen reduziert, weil wir gesagt haben, es ist so gefährlich und wir wollen uns da auch nicht durch das Ordnungsamt oder wen auch immer an die Karre fahren lassen. Und deswegen ist es also trotzdem gigantisch geworden einfach. Und die Leute sind so dankbar, die freuen sich, wenn wir da auf der Straße stehen und es gibt einen Klönschnack nochmal. Und bevor also dieser richtige Shutdown wieder kam, gab es aus der alten Wohneinrichtung nochmal Glühwein. Also die fühlten sich richtig pudelwohl, dass sie die ganz normalen alten Weihnachtslieder und Adventlieder mit uns singen durften. Also, und uns bereitet das ja auch Freude. Das ist ja, wir haben ja selber auch nichts. Ich kann nicht in den Posaunenchor gehen, weil dort nicht gesungen, geblasen wird. Und die Chöre funktionieren auch nicht. Also haben wir jetzt hier einen riesen Straßenchor. Frau Möhle, wenn Sie auf dieses Jahr gucken und auf die Nachbarschaft, was heißt da füreinander da sein? Es ist nicht so, dass ich mich vorher hier unwohl gefühlt habe. Überhaupt nicht, gar nicht. Nachbarn, also ich bin ja eine Zugezogene sozusagen, Nachbarn kann man nicht mit dazu kaufen. Und man kann ein schönes Haus kaufen, aber Nachbarn sind nicht, die sind da und es muss irgendwie passen. Und es passte immer gut mit unseren Nachbarn, die direkt hier an uns dran wohnen sozusagen. Aber jetzt hat sich das Ganze erweitert. Also dass man wirklich sich ja noch mehr zugehörig fühlt, noch mehr so das Gefühl hat, ich bin eingebunden hier. Ich bin nicht, dass ich mich alleine gefühlt habe in dieser Zeit, aber dadurch, dass ich weiß, ich gucke da in dieses Fenster da hinten und da winkt jemand, den kenne ich jetzt, da kann ich Hallo sagen und da bleibt man mal stehen. Dass man spürt, die Menschen, die um einen herum wohnen, mit denen fühlt man sich mehr verbunden. Und das finde ich unheimlich wichtig für diese Zeit aktuell. Also mir hat das ganz viel gegeben. Ich habe gerade letztens noch eine Geschichte von einer gehört, die dazukommt, die sagt, dass ihr in der Zeit eine wahnsinnige Stütze war, was ich überhaupt nicht gewusst habe. Also das ist ganz toll. Es ist einfach, es hat sich verändert. Nochmal Respekt dafür, Herr Hoffmann, dass Sie an diesem Abend im März einfach rausgegangen sind und losgelegt haben. Man sieht, was daraus entstanden ist. Und danke an Sie beide, dass Sie uns dieses wahre Weihnachtsmärchen der Bremer Stadtmusikanten hier erzählt haben. Vielen Dank, Frau Möhle, vielen Dank, Herr Hoffmann. Herr Esch, wir sehen ja auch, wie viel Kraft singende Menschen, musizierende Menschen haben können in Italien, aber hier jetzt auch wieder. Wie wichtig sind solche Vorbilder auch gerade in Krisenzeiten? Sehr wichtig. Also wie wir, denke ich, alle gespürt haben, ist, wir hatten das vorhin schon mal, das Gefühl des Beheimatetsein, das Gefühl, einen Ort zu haben, wo ich hingehöre. Am schönsten ist, wenn wir diesen Ort in uns selber finden. Gerade auch, wir sprachen vorhin über Menschen, die einsam sind, die vielleicht all das nicht haben, die vielleicht entwurzelt wurden, weil sie krank waren, in einem Ort jetzt leben, wo sie fremd sind. Das Schönste ist, wenn wir erstmal dieses Gefühl in uns haben. Da helfen uns Leute wie Frau Schwarz und anderen, die sozusagen dieses Gefühl in uns nähren. Aber gleichzeitig leben wir alle in irgendwelchen Beziehungen, mit Kollegen, in Nachbarschaft. Und wir kennen die Leute manchmal, wie wir gehört haben, überhaupt nicht. Jahrelang begegnen wir ihnen, aber wir sind im Grunde genommen uns fremd.
Und wenn das gelingt, das Gemeinsame, dieses Beheimatetsein, das Unmittelbare zu erzeugen, dann ist das, ich denke, wir konnten das spüren, und das ist aber auch wissenschaftlich tatsächlich nachgewiesen, das reduziert Stress, das macht Angst, reduziert Angst, das ist für das Herz gesund, das Immunsystem wirklich nachweislich frischt sich auf, weil wir Menschen genau für sowas sind. Und ja, Musik ist so ein wunderbares Transportmittel für Verbundenheit, das nicht ohne Grund ist in praktisch allen Traditionen, auch religiösen Traditionen, die Musik immer der Transporter. Die Gesänge, wenn sie ihre Zwillinge tragen, einen vorne, einen hinten, Wiegengesänge oder wenn wir mit Kindern sprechen, die ersten Rufe. Das wissen wir heute, lässt sich in Musik übersetzen. Ich sprach vorhin von den Knochenflöten. Man weiß heute, dass die Töne, die auf diesen ersten Knochenflöten zu spielen waren, wenn man das heute im Labor nachprüft, entsprechen der Tonfrequenz, die Kinder sozusagen, wenn sie auf die Welt kommen, in ihren Schreien haben. Und was macht das? Das löst in uns wieder genau Oxytocin aus. Das macht Gänsehaut. Und dieses Gänsehautgefühl, das können wir haben, wenn wir einen genialen Moment erleben. Wir haben gerade gehört bei Frau Möhe, einen magischen Moment. Das können wir haben im Gespräch miteinander, vielleicht heute mehrfach am Abend an Momenten und in der Musik. Manchmal reicht ein Ton oder zwei Töne und wir haben alle irgendwie das Gefühl, das ist jetzt ein magischer Moment. Vielen Dank an Sie. Vielen Dank an Sie alle hier, an alle Gäste, füreinander da sein. Und danke auch an Sie zu Hause, für all die, die uns neu kennengelernt haben in diesem Jahr, aber auch an all die, die uns schon jahrelang folgen. Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit Ihnen. Bis bald in Ihrem Nachtcafé. Tschüss.